Nach einem starbesetzten Rennen, nämlich nach der Scheldetour Tour Flandern, geht es heute also auf den Circuit de Denay ein ganz anderes Rennen. Es ist zwar vom Profil her genauso, allerdings ist es eine Kategorie darunter, nämlich ein 1.1 Rennen, also nicht ein 1HC Rennen. Und das merkt man dem Starterfeld dann auch irgendwie an, wenn man mal ehrlich ist. Denn es fahren überhaupt nicht mehr die Namen mit, die wir im letzten Rennen hatten. Wir gucken mal kurz rein. Michael Mörkow haben wir hier. Sprint 76, Beschleunigung 73. William Bonnet, Borut Bosic, Davide Apollonio, wahrscheinlich noch der beste Sprinter mit 77, 76. Also 77 Sprint, 76 Beschleunigung. Ansonsten hier nicht viel dabei. Unsere Mannschaft besteht heute aus Sergio Padilla. Dem geht es wieder ein bisschen besser. Von der Sprinterfraktion her keiner der Top 3 mit dabei. Also Ziolek, hat noch eine durchschnittliche Form. Dementsprechend habe ich ihn heute mal zu Hause gelassen. Dann ebenfalls nicht mit dabei Christian Spragli. Auch er hat nur noch eine durchschnittliche Form und ist deshalb auch zu Hause. Und Regui hat zwar eine gute Form noch, aber ist nicht mehr frisch. Er hat eine schlechte Frische und das wollen wir jetzt auch nicht unbedingt mit dabei haben. Von daher führt also die Sprinterriege tatsächlich Andreas Stauf an, zusammen mit Martin Reimer. Das verspricht ja viel. Martin Reimer wieder mit dabei. Er hat sich ja erholt, war krank. Jetzt ist er wieder fit, ist wieder mit am Start und will heute natürlich ein gutes Rennen fahren, keine Frage. Genauso wie Sergio Padilla, auch er hatte ja einen kleinen Formhänger zuletzt. Jetzt ist er wieder da. Ebenso einige andere, also Padilla ist mit dabei, Wesemann, den kennen wir ja dann, Van Rensburg, Jacques Van Rensburg, dann Van Ziel, Stauf, de Bessay, Martin Reimer und auch Linus Gerdemann, dem geht es wieder einigermaßen gut. Der ist wieder mit dabei und wir haben jetzt hier also eine Dreier-Spitzengruppe, 1,5 Minuten groß ist der Vorsprung bereits. Iker Camaño haben wir hier wieder drin von der Netaventura-Mannschaft, der Baske. Dann haben wir Jean-Martin aus der La Pomme de Marseille-Mannschaft drin. Und eben unser Mann Sergio Padilla, eigentlich ein Topfahrer fürs Gebirge, aber momentan gibt es kein Gebirge. Dieses Rennen ist komplett flach. Dementsprechend ist er heute also kein Teamkapitän, sondern in der ungewohnten Ausreißerrolle. Nämlich gleich vom Start weg mal in die Gruppe gehen und gucken, was draus wird. Ja. Das ist auch heute so ziemlich die komplette Renntaktik. Die kann man zusammenfassen mit einfach mal gucken, wie es so wird. Denn die Mannschaft an sich ist. Alter, was greift denn ihr jetzt an? Seid ihr bescheuert oder was? Die Mannschaft an sich ist nicht schlecht, die wir hier mit aufbieten. Aber es ist keine wirklich konkurrenzfähige Truppe hier. Warum greift Camaño denn jetzt die ganze Zeit an? Was soll das? Muss man das verstehen? Mann, ey, ein Padilla lässt sich jedes Mal abhängen. Ich verstehe es nicht. Ich fahre doch sogar mit. Es ist ja nicht so, dass ich mich jetzt im Windschatten ausruhe. Und es ist auch nicht so, dass ich der beste Sprinter wäre. Camaño ist beispielsweise ein besserer Sprinter als Padilla. Und das Rennen ist flach. Es kommt hier kein einziger Berg. Das heißt, Padilla hat eigentlich keine Chance, seine Stärken hier auszuspielen. Darum verstehe ich nicht, warum Camaño mich jetzt hier angreift. Also, es macht für mich keinen Sinn. Aber jetzt hat er sich auch scheinbar wieder beruhigt. So, einfach ist abgehängt. Wer ist das? Das ist Lucas Aedo aus der Skydive Dubai Mannschaft. Ganz passabler Sprinter. Und die haben heute auch im Übrigen einen Altstar dabei, den wir ja bereits schon mal gesehen haben, nämlich Francesco Mancebo. Er also hier mit dabei in dem Trikot der Skydive Dubai Mannschaft. Auch für ihn ist das heute nichts, viel zu flach. Mancebo war ja einst ein sehr, sehr guter Bergfahrer. So vor 10 Jahren ungefähr war das. Da war er einer der besten in der Welt. Mittlerweile ist er nur noch ein mittelmäßiger und auch schon sehr in die Jahre gekommen natürlich. Fährt für ein Drittligateam, wo er immerhin der Kapitän ist. Aber so viel Ambition hat er mittlerweile nicht mehr. Tja. Genauso bin ich heute also wirklich mal echt gespannt, was das für ein Rennen geben kann. Es kann auch sein, dass wir heute nicht mal unter die Top 10 kommen. Das kann sogar sehr gut sein. Also ich würde es mal nicht ausschließen. Denn, tja, heute wird es schwierig mit Stauf und Reimer. Das sind nicht die besten Sprinter.
Raimer hat im Sprint 70 und in der Beschleunigung 72 und Andreas Stauff hat bei beidem 72, also er ist auf jeden Fall der bessere Sprinter. Konnte ja auch beim Grand Prix Almeria bereits mal unter die ersten zwei fahren. Wurde da vielmehr Zweiter, so klingt's besser. Ansonsten allerdings waren sie dann doch meistens nicht allzu stark. Da sind schon wieder Fahrer abgehängt worden. Das ist Ferreira und hier Hansen aus der Saxo-Tinkoff-Mannschaft. Das ist natürlich auch eine Überraschung, dass einer aus einer Erstligamannschaft hier so früh abgehängt wird oder hatten die einen Defekt? Wobei 3 Minuten, das hört sich nicht gerade nach einem Defekt an. Naja, gut. Dafür ist Aedo wieder im Feld scheinbar. Der fährt nicht mehr hinten. Lucas Aedo nicht zu verwechseln mit Juan José Aedo. Den gab es auch. Der hat mal die HIV Cy Classics gewonnen. Also den Grand Prix von Hamburg sozusagen. Das ist allerdings auch schon einige Jahre her. Und das ist der ältere Bruder von Lucas Sebastian Aedo. Ich glaube, so war sein Name. So müsste er zumindest sein, der für Skydive Dubai fährt. So, noch 100 Kilometer, noch ein bisschen mehr als 100 Kilometer sind zu fahren. Heute wieder so ein richtig langweiliges Rennen. Aber wie ich schon beim Grand Prix de Vitre geschrieben habe, wer die Tour de France fahren will, der muss auch mal solche Rennen gefahren sein. So richtig langweilige Rennen, wo man mit seinem besten Bergfahrer einfach mal auf der Flachetappe in die Spitzengruppe, sage ich schon, in die Spitzengruppe fährt. Einfach mal auf gut Glück, es könnte ja klappen. Natürlich wird es wahrscheinlich nicht klappen, denn Padilla ist überhaupt nicht gut in der Ebene. Auch nicht im Sprint, also es ist nicht sein Terrain hier. Und im Prinzip fährt er heute das, was sonst immer die unbekannten Fahrer fahren. Was die Fahrer fahren, die sonst immer, ja, einfach nicht gut genug sind, um wirklich den Sieg auszufahren. In diese Rolle schlüpft heute Padilla einfach, weil das Flache überhaupt nicht seins ist. Das ist wie wenn man einen Sprinter auf Bergetappen in die Fluchtgruppe schickt. Das ist ziemlich vergleichbar. Also es ist ein auf gut Glück mal angegriffen. Und momentan sieht es ja ganz gut aus. 4,5 Minuten ist der Vorsprung groß. Jetzt macht allerdings die Mannschaft Giant Shimano das Tempo. Wen haben die denn heute dabei? Giant Shimano haben Tom Velas mit dabei. 75 hat er im Sprint, 74 in der Beschleunigung, ja immerhin. Das ist heute wahrscheinlich schon einer der Sieganwärter, wenn man sich das Peloton mal anguckt. Also viel mehr gibt es da nicht. Mein absoluter Favorit ist natürlich heute Davide Apollonio von der Agilisère-Mannschaft. Der dürfte heute mit um den Sieg sprinten können. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass er das kann. Und das Feld macht jetzt ordentlich Tempo. Unser Vorsprung schmilzt. Die drei Typen hier an der Spitze haben es jetzt immer schwerer. Padilla, ich mache meinen Einsatz ein bisschen höher von ihm, damit wir noch irgendwie die Chance haben. Aber die machen echt ernst da hinten. Die wollen uns sehr, sehr früh einholen, so wie es aussieht. Mathieu Spreek haben wir hier. Hier ist Warren Barguil. Also sie machen hier auf jeden Fall Tempo, wollen uns einholen. Genauso die Mannschaft Agilisère, die hier auch mitführt. Das ist eben die Mannschaft von oder mit Davide Apollonio. Also die wissen schon, dass wir einen sehr, sehr guten Sprinter hier mit dabei haben und wollen den eben auch in die Position bringen, dass er heute mitsprinten kann um den Sieg. Van Zyl soll nochmal Getränke holen. Kann er auch ruhig mal machen. So, und wir erhöhen den Einsatz nochmal mehr. Und zu dritt versuchen wir mit gemeinsam eingesetzten Kräften hier noch irgendwie ins Ziel zu kommen vor dem Feld. Aber ich denke mal, das Unterfangen ist so ziemlich aussichtslos. 44 Kilometer sind es noch bis ins Ziel. Apropos Ziel, kommt Van Zyl hier noch nach vorne? Ja, das sieht gut aus. Das sieht doch super aus. Toll. Bringt also nochmal die Flaschen. Da hinten ist ein Fahrer, der ist scheinbar abgehauen. Seneschal ist das. Aus der Cofidis-Mannschaft. Sehr ausgeglichener Fahrer. Auf vielen Terrains gut. Auf Kopfsteinpflaster. Und im Sprint wahrscheinlich am besten. Iker Camaño greift jetzt an. Saint-Martin geht hinterher. Und Padilla, der kann einfach keine Attacken im Flachen folgen. Das ist unglaublich eigentlich. Aber irgendwie kriegt er das nicht hin. Jetzt bleibt aber dran, Sergio Padilla. Saint-Martin geht zum Gegenangriff über. Iker Camaño greift auch an, aber das bringt doch nichts, wenn wir uns jetzt hier schon in Angriffen verstricken. Das ist nicht zielführend. Dann kommen wir hier ganz bestimmt nicht durch. Komm, Padilla, fahr mal einfach deinen Stiefel, fahr mal deine 70 durch.
Camagno, der ist nämlich jetzt schon ziemlich platt, wackelt schon mit dem Oberkörper, da geht es bei dir sogar noch ein bisschen besser. Aber das waren jetzt echt nicht die cleversten Angriffe, muss ich sagen. Seneschal wird eingeholt, Padilla. Komm, wir greifen nochmal an. Einfach, weil wir sonst eingeholt werden. Aber wir werden auch so eingeholt. Also das war's mit diesem Angriffsversuch von Padilla, würde ich sagen. Da ist nichts zu machen, aber naja, immerhin. Es war mal ein Versuch. Jetzt lass es ausrollen lassen, kein Problem. Das war's erstmal. Linus Gerdemann hätten wir noch. Den traue ich auch zu, dass er nochmal angreift. Auch Wesemann vielleicht. Dingens haben wir ja nicht dabei, leider. Den Herren Tickler-Heimer-Not nach seinem sehr, sehr guten Sprint-Anfahren beim letzten Mal hätte ich ihm das auch zugetraut. Und jetzt greift Pulis an. Pulli. Und holt Iker Camagno ein. Also Cofidis geht hier auf eine Angriffsstrategie scheinbar. Haben wohl ihre guten Sprinter nicht mit dabei. Adrian Petit wäre das zu nennen. Aber die haben sie wohl heute nicht mit dabei. Nein, tatsächlich nicht. Kein großer Sprintername zu entdecken in der Mannschaft. Buani fährt hier in dieser Saison noch gar nicht bei Cofidis. Dementsprechend fehlt natürlich auch eher in der Auflistung. Und jetzt ist meine Frage, die ich mir gerade selbst stelle. Sollen wir einen Sprintzug machen? Bringt das etwas, wenn man eigentlich keinen wirklich guten Sprinter dabei hat? Das sind so Fragen, ne? Die stellt man sich dann. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch gerade so, ey, warum nicht? Ist doch geil. Und dementsprechend machen wir mal einen. So. Van Rensburg kann auch mit nach vorn gehen. Dann kannst du... Ach, man kann doch gar nicht folgen. Das ist ja ärgerlich. Dann warten wir nochmal kurz. Bagui, der hat sich jetzt auch verausgabt. Jetzt kann man folgen. Also voll... Nein, so war das nicht gedacht. Von Rendsburg. Sollte jetzt mal nach vorne kommen. Wo ist Reimer? Der fährt da links. Sehr gut. So, kann man jetzt schon folgen oder nicht? Das ist jetzt eine wichtige Frage, die ich mir gerade stelle. Man kann jetzt folgen. Sehr schön. Man kann von Rendsburg ein bisschen langsamer machen, damit Wesemann ihn auch folgen kann. Gut. Gerdemann folgt Wesemann. Reimer folgt Gerdemann, Stauf folgt Reimer. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache, aber was soll's. Vorne ist jetzt Ofredo, der hat angegriffen. Johan Ofredo aus der FDJ-Mannschaft, das ist natürlich einer der richtig guten. Und wir beginnen mal unseren Sprintzug. Hat ja in den letzten Folgen sehr, sehr gut geklappt, nicht? War ja nicht gerade der durchschlagende Erfolg mit unserem Sprintzug. Also der Sprintzug an sich war gerade in der letzten Folge sehr, sehr genial, muss ich sagen. Also da lasse ich nichts drauf kommen. Der war super gemacht. Tekleimanot vor allen Dingen hat da einen Bärendienst geleistet. RVT haben wir hier. Der versucht jetzt also den Ofredo einzuholen. Fahren wir doch gleich mal hinterher. Wesemann, Reimer, Gerdemann und Co. Und dann eben Andreas Stauf ganz, ganz hinten. Das sind jetzt also die Männer, auf die es bei uns ankommt. Ofredo immer noch vorne, er hat sehr, sehr ausgeglichene Werte, aber auch er ist jetzt am Kämpfen. Natürlich, das Tempo, das er hier anschlägt, ist extrem hoch und das kann man eben nicht lange halten, ganz klar. So, Van Rensburg hat seinen Job getan, Wesemann geht jetzt nach vorne und da waren es nur noch vier, die jetzt also vorne sind. Wesemann ganz vorne, dahinter Gerdemann, dann Reimer und Stauf. Das wird abenteuerlich, sage ich mal. Das wird abenteuerlich. Ich habe keine Ahnung, ob das hier gut geht, aber mehr als verkacken können wir eh nicht. Und bei der Mannschaft, die wir heute dabei haben, glaube ich, ist verkacken sogar gar nicht mal so unwahrscheinlich. Also komm, probieren wir es lieber. Lieber mit wenigen Fahnen untergehen, als einfach nur untergehen, oder? Denke ich auch. So. Gerdemann kann jetzt mal nach vorne. Wesemann hat seinen Job getan, hat er gut gemacht. Keine Frage. Riemer, sage ich schon. Jetzt hat er ganz andere Sachen im Kopf. Reimer kann jetzt mal sein Power-G schon mal nehmen. Und Gerdemann kann schon mal einen Sprint anziehen. Reimer dahinter. Komm, Reimer, mach's mal. Tun wir mal so, als wärst du ein richtig guter Sprinter. So, du folgst auch Reimer. Und Reimer gibt jetzt hier richtig Gas. Das sieht ja schon mal sehr, sehr professionell aus. Und jetzt kommt Andreas Stauf, glaube ich. Keine Ahnung, irgendwie ist es hier alles sehr unkoordiniert. Muss man ja mal sagen. Stauf kommt jetzt nach vorne. Dahinter Reimer. Palini hat sich auf jeden Fall verschätzt. Jetzt kommen die richtig großen Namen. Kann er das durchhalten? Nein, kann er nicht. Er war viel zu früh im Wind. Jetzt kommt Phantom.
aus der Marseille-Mannschaft und Stauff wird von einigen hier überholt. Ich hoffe, es reicht noch für die Top 5. Das sieht sogar sehr, sehr gut aus. Phantom gewinnt vorne vor Romain Feuillu. So sieht es zumindest aus. Kann sich aber noch drehen. Das wird ein super enges Finale. Und ich glaube, Feuillu gewinnt. Auch wenn sich Phantom freut, gewinnt Romain Feuillu. Oh, ist das peinlich. Armer Phantom. Dritter wird Samuel Dumoulin, vierter Andreas Stauff, fünfter Borut Bosic, sechster Löwe Westra, siebter Matteo Tussato, dann Moreno Moser, Andrea Ballini und Tom Velas von der Giant Shimano Mannschaft. Stauff also, ja, der Sprintzug war jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber hey, ich hatte ja Angst, dass wir überhaupt unter die ersten 10 kommen, aber das haben wir sogar sehr, sehr gut geschafft. Vierter wurde also Stauff. 12. Reimer, 15. Gerdemann, der Sprintzug war trotzdem nicht wirklich koordiniert. Martin Reimer ist einfach echt kein guter Sprinter. Ich muss das einfach mal so eingestehen endlich und nicht immer meine Sprintzüge auf ihm basieren lassen. Das habe ich schon so oft gemacht und irgendwie hat er mich jedes Mal nur enttäuscht. Es ist traurig, aber wahr. Frekalsi de Bessay hat wegen seiner anhaltenden Kopfschmerzen seinen Hausarzt konsultiert. Es besteht kein Grund zur Sorge. Er sollte sich nur 2 bis 3 Tage nicht übermäßig verausgaben. Es besteht kein hohes Risiko, wenn sie ihn fahren lassen. Er wird nur nicht sonderlich effektiv sein. Alles klar. Nee, kein Ding. Dann gönnen wir ihm auch die Ruhe, die er braucht. De Bessay ist ja ein toller Fahrer, den wir auch sehr schätzen. Und ja, jetzt überlege ich gerade, fahre ich die Route de Finestre noch? Es macht gerade eigentlich ganz Spaß und die Rue de Finestre ist mal ein hügeliges Rennen, kein flaches Rennen. Das wäre mal was anderes. Ich glaube, die fahre ich noch. Jetzt bin ich eh schon im Auswahlbildschirm. Also bis zur nächsten Folge. Bis dann!